Hallo und willkommen bei Wie tasert man Polizisten? Wir probieren es jetzt mal aus. Ich habe nur einen Versuch und der muss sitzen. Ja? Mach das doch. Ich habe nur einen Versuch und der muss sitzen. Dafür ist... Aber ich müsste die doch eigentlich nur tasern, oder? Oder muss ich die erst mit ablenken und dann tasern? Bei Bälle kann ich da ja immer noch was nehmen. Also, wo es jetzt doch so schön läuft. Nochmal? Junge, wir sind hier bei der Arbeit. Ja, offensichtlich. Komm schon, Ted. Der Junge will nur meine Skills nochmal sehen. Klar, ich eigentlich auch. Komm schon, Junge, hau einen raus. Das ist es doch! Mann, du hast eine Katze getroffen! Oder war das ein Koala? Keine Ahnung, aber ich weiß, wer mir High Five gibt. Aber klar, Bruder. Ich hab nur einen Versuch und ja, der mach, muss sitzen. Mach's doch. Jetzt beim High Five. Ich hab nur einen Versuch. Junge, 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 Junge. Beim High Five kannst du beide kriegen. Das ist doch das, was ich meine. Also nochmal. Bereit für noch einen? Lass jucken! Was habe ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Bären damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Sag ich doch. Geht doch. Glaub nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Ja. Würde ich auch glauben. Anders kommst du da nicht raus. Genau. Das war jetzt, Naja gut. Mach das nicht zu Hause nach. Ja. Bullen sind eure Freunde und Helfer, also macht das nicht zu Hause nach. Wo wollte ich hin? Nach Mel, genau. Wollt ihr mir eigentlich das Foto zeigen? Und wir fahren U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Da, 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 da. Ah, okay. Dann schauen wir mal, ob er uns was sagen kann. Da, Mel. Gucke mal, ich hab hier ein Bild. Ah. Hallo. Kann ich dir helfen? Ja, ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht, oder? Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager. Gefällt nicht mehr. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Hey, ich kenn den Typen. Jawohl. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den härtigsten Revolver auf Erden gekauft. Nein. Magnomatic 9000. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnehmen. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber... Wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Das ist natürlich eine gute Idee. Würde ich jetzt einfach mal raten. Das ist eine sehr gute Idee.
Dann gehen wir doch mal komplett in die andere Richtung. Um nicht umgelegt zu werden. Nein, wir stellen uns jetzt unserem Schicksal und... Whoop. Oder auch nicht. Das wäre jetzt so ein gutes Folgenende, ne? Ob wir jetzt sterben oder nicht? Ja gut, okay. Ich mach keine 5-Minuten-Folge. Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich hab hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Okay. Gehen wir aufs Dach. oder nicht? Ich glaube, wir müssen aufs Dach. Ich will aber nicht aufs Dach. Ja, komm, wir gehen aufs Dach. Wir sind ja nicht feige. Endlich habe ich dich gefunden, Matt. Bitte, ich weiß, was du denkst, aber ich muss dir das erklären. Bevor du irgendwas sagst, es tut mir so leid. Du verdammtes Arschloch! Du hast mir Sally direkt vor meinen Augen ausgespannt. Und auch noch mit meinem eigenen Ring. Ich schieß dir die Rübe runter. Matt, es ist nicht, wie du denkst. Tu nichts, was du später bereuen wirst. Ich hab gar keine Zeit, das zu bereuen. Ich blas mir die Birne weg, gleich nachdem ich dich umgelegt hab. Oh. Ja, ich kann euren Anblick zusammen nicht ertragen. Gott, wenn ich nur daran denke, okay, wird mir kotzübel. Matt, komm schon, ich kenne dich doch. Wenn dir schlecht ist, liegt's nur am Alk. Warum reden wir nicht einfach über alles? Wie 2 gute Freunde. Du und ich. 2 gute Freunde. Freunde? Du spinnst wohl. Ein Freund würde mir nie so etwas antun. Niemals. Tja, du weißt ja, was Alkohol mit einem Gehirn anstellt. Nee, Junge. Blumenkübel aus dem Fenster werfen oder kleine Kinder fürs Leben zu traumatisieren, ist eine Sache. Ja. Aber den besten Freund, die Freundin ausspannen? Logisch. Da geht's um Gefühle, Randall. Gefühle! Weißt du überhaupt, was das ist? Matt, du weißt, dass ich dich liebe, wenn du betrunken bist. Aber gerade fällt mir auf, dass du echt langweilig bist, wenn du betrunken bist und Liebeskummer hast. Denk doch mal nach, was hätte ich denn davon, dir Sally auszuspannen? Du musst doch einsehen, dass das keinen Sinn ergibt. Ich kann gerade nicht klar denken. Ich will, dass alles ganz einfach nur vorbei ist. Du denkst nicht klar, Matt. Das tust du übrigens nie, aber du musst mir hier einfach vertrauen. Ja, klar. Wie bei dem Streich mit dem Bunsenbrenner im Föhn, ja? Ach komm, ich war von einem üblen ektoplasmischen Wesen. Na, jetzt nimmt er das doch. Sicher warst du das. Ach komm schon, Matt. Wir beide waren schon immer Freunde. Sollen wir uns das von irgendeiner hergelaufenen Schlampe kaputt machen lassen? Nennen Sie nicht Schlampe. Warum erzählt er wieder auf mich? Ich meinte nur. Das ist mir scheißegal. Ich will's nicht wissen. Oh, so läuft das nicht. Matt, okay. Ich schwöre dir, ich will gar nichts von Sally, glaub mir. Tja, so sah das aber gar nicht aus, als du ihr mein Ding gegeben hast und ihren Antrag gemacht hast. Und das war gerade mal gestern. Okay.
Wir haben gestern Abend alle zu viel gesoffen. Warum vergessen wir das nicht einfach? Ich erschieß mich einfach. So kann ich am besten vergessen. Hey, was sag ich da? Ich sollte lieber dich erschießen. Das ist doch kompletter Irrwitz hier. Cool. Glaub mir, Kumpel. Ich bin dein bester Freund. Halt dein scheiß Maul. Du hast es diesmal zu weit getrieben. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich muss wohl zu viel getrunken haben und der Witz ist mir etwas aus dem Ruder gelaufen. Ich weiß nicht, ich kann mich an nichts erinnern. Nee, Junge, ich weiß es aber noch, als wäre es gestern gewesen. Ich kann dir das nicht verzeihen. Wie soll ich bei jemandem wie dir vernünftig bleiben? Matt, ich bin's. Randall, ich habe kein Gewissen. Immerhin gibt das so. Ich kenn dich gar nicht mehr, Mann. Mach dich bereit, ich blas dich jetzt weg. Nee, ich blas mich jetzt selbst weg. Könnte nicht mit der Schuld leben. Mann, ich hab mich geändert, ehrlich. Ich weiß, es war nur ein Tag, aber ich bin ein komplett anderer Mensch. Am Arsch bist du! Ich blas mir die Rübe weg und du wirst es dein Leben lang auf dem Gewissen haben. Ich meine, will er uns schon nicht mehr töten. Hör mir zu, lass dir das erklären. Nee, lass ich nicht. Komm schon, Matt, reden wir. Halten wir ein kleines Schwätzchen und danach kannst du mich ja immer noch umlegen. Oh, okay, lass hören, was du zu sagen hast. Ich würde Sally niemals anbaggern. Nee, aber flach liegen. Bullshit, ich glaub dir nicht. Mann, ich kann mich an gestern kein Stück erinnern. Du hast Sally mit meinem Ring einen Antrag gemacht. Direkt vor meiner Nase. Und sie hat ja gesagt. Ja, das macht mich genauso fertig wie dich. Ich schwöre, ich will's wieder gerade biegen. Und wie soll das bitte gehen? Ich rede mit Sally. Bevor oder nachdem du mit ihr ins Bett gehst? Währenddessen. Okay, weißt du was? Ich verziehe mich für eine Weile aus der Stadt. Und was genau soll das bringen? Das ehrlich gesagt, nicht. Ich weiß es auch nicht. Was soll es dann sein? Ich wünschte, ich könnte was anderes sagen, aber ich konnte Sachen noch nie richtig gut wieder gerade biegen. Weißt du, Randall, das ist alles ganz schön scheiße. Aber ich glaub dir. Also, was jetzt? Zuerst legst du vielleicht mal die Knarre weg, ja? Ich schwöre, ich will gar nichts von Sally. Mein Wort drauf. Nee, fuck. Ich gebe jetzt nicht nach. Ich habe was angefangen und das führe ich jetzt auch zu Ende. Gerade sowas. Ich gehe nirgends hin, bis das hier nicht ausgestanden ist. Tja, das wird dann auch egal sein, sobald die Knarre hier ihren Zweck erfüllt hat. Wow, das klang wie Eastwood mit einem bisschen Bronson. Matt, du weißt echt, wie man sich Respekt verschafft. Dafür kann ich Dezimalzahlen multiplizieren. Genug gequatscht. Irgendwelche letzten Worte? Okay, also dafür, ich kann hier gar nicht so viel labern, weil die labern die ganze Zeit. Aber es ist auch sehr interessant. Ich weiß bloß nicht, was ich jetzt am besten wähle. Ich hab dir nicht mal die Hälfte von dem erzählt, was ich gesehen habe. Ich kann's nicht. Verdammte Scheiße. Ist okay. Komm schon, Alter. Nimm das Ding runter. Unterhalten wir uns ein bisschen. Nicht. Danke. Nein. Was? Nein, 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 nein! Das darf doch nicht wahr sein! Nein! Baby! Stehen geblieben! Keine Bewegung, Penner! Dein Arsch gehört mir! Was zum Geier machen Sie denn hier? Und warum beleidigen mich immer alle, die eine Knarre auf mich richten? Randall Hicks,
Sie sind verhaftet. Was? Warum? Wegen des Mordes an Matthew Griffin. Oder willst du das etwa leugnen? Ich... Wissen Sie was? Machen Sie doch, was Sie wollen. Ja, genau im richtigen Zeitpunkt. Ab in den Knast. Ach nein. Und lediglich grüßt das Murmeltier der oder der Montag hier. Der erste Tag ist der schwerste, das steht einwandfrei fest. Und wenn sie dich in die Zelle stecken und das Gitter krachend zuschlägt, dann weißt du, dass es kein Traum ist. Im Bruchteil einer Sekunde ist dein Leben dahin. Nichts bleibt davon übrig. Du hast nun alle Zeit, um darüber nachzudenken. Und ein Maßband in deiner Tasche. Knast? Echt jetzt? Ich hasse das Leben. Heiliger Odysseus 31. Randall Hicks, du lebst noch? Sieht so aus. Du bist also mein neuer Zellengenosse, was? Ist schon erstaunlich. Der berühmteste Insasse hier, der, über den die ganze Welt spricht, ist niemand anders als der gute alte Randall Hicks. Mann, das wird ein Spaß, das kann ich dir sagen. Moment mal, warum bin ich denn so berühmt? Tja, du weißt schon, wegen dem, was du getan hast. Nein, weiß ich nicht. Also spuck's aus, hab gerade keine Lust auf Rätselraten. Entspann dich, Mann, das sind nur so Gerüchte, gib nichts auf die. Wir sind hier drin doch eh alle unschuldig. Klar. Ich kann's immer noch nicht glauben. Du und ich, Zellengenossen. Oh mein Gott. Wie viel hast du denn gekriegt, Kumpel? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Und es ist mir auch egal. Ich überlebe das hier keinen Tag lang, da bin ich mir sicher. Kopf hoch, Mann. Ist doch gar nicht so schlecht hier. Vielleicht bist du ja sogar ganz nützlich. Mach dir da mal keine falschen Vorstellungen. Ich werde bestimmt nicht deine Ersatz-Superzuckerschnecke-Gummipuppe. Ah, das wird auch nicht nötig sein. Okay, miese Brise, ja. Lauf Montag, folgt Montag. Klingt logisch. Ist anscheinend auch so. Wo war ich in der Nacht? Von Montag auf Montag. Ja, anscheinend im Knast. Ja gut, es ist sehr interessant, dass wir den da plötzlich als Knastbruder haben. Der war doch eben noch... Gucken wir mal, wie sich das hier so entwickelt. Wir sind auf jeden Fall Tag 6. Es ist Montag. Nach dem Montag. Der vorher Montag war. Wo vorher noch Montag war. Wo dann aber, glaube ich, mal Montag war. Und dann ein Sonntag. Das ist schon ganz schön lange her, dass wir Sonntag hatten. Gut, dann gucken wir mal, was der hier so sagt. Aber was ist das denn? Du gräbst hier einen Tunnel? Kommt drauf an. Willst du den benutzen? Tja, wäre gar nicht schlecht, ja. Weißt du, das Knastambiente bekommt mir nicht besonders gut. Also, wenn du mitkommen willst, geht das klar. Aber du musst es dir verdienen. Wenn du raus willst, kostet das was. Ich sagte ja schon, dass ich nicht dein Ersatz super... Ich sagte, das wird nicht nötig sein. Ich brauche einen Gefallen. Wenn du mir hilfst, verspreche ich dir, dass wir dich hier rauskriegen. Okay. Was genau brauchst du denn? Wird nicht einfach, das hier im Knast zu besorgen. Aber vielleicht kann dir ja noch jemand helfen. Na los, spuck's aus. Worum geht's? Okay, ich rede jetzt mal Klartext. Ich brauche Sprengstoff. Sprengstoff? Sehe ich wie MacGyver aus? Komm schon, Mann. Ich grab hier einen Tunnel mit meinen Adamantium-Klauen. Die Mauern sind marode, also ist das kein Problem. Aber ich komme jetzt zu Sektor 7. Und das ist verstärkter Stahlbeton. Und dagegen kommen meine Klauen nicht an. Wo wir gerade bei deinen Klauen sind, wie hast du die denn überhaupt hier reingeschmuggelt? Ach das. Jeder Insasse darf einen Gegenstand behalten, der einen besonderen sentimentalen Wert für ihn hat. Okay. Solange er verspricht, niemanden damit umzulegen. Oh, schöne Regel. Was hast du behalten? Ich? Naja, sieht aus wie ein scheiß Maßband. Ich hätte lieber die koreanische Konsole gehabt, die mit den Elektroschocks. Verstehe. Dann will ich dich mal nicht aufhalten. Besorg mir den Sprengstoff. Ach komm schon, Charlie. Wie soll ich denn hier im Knast Sprengstoff auftreiben? Da finde ich doch eher einen Playboy-Bunny. Kann sein. Aber wir sind nun mal im Knast und ich grab einen Tunnel mit meinen Klauen aus Adamantium. Und wenn ich etwas aus Comics gelernt habe, dann ist es, niemals aufzugeben. Das ist gut. Naja, das und Adamantium-Klauen plagieren. Hey, was willst du damit andeuten?
Nichts, nichts. Nochmal zurück zu dem Sprengstoff. Eine Ahnung, wo ich am besten anfange? Tja, du könntest ihn selbst herstellen. Oder Sleazy kann dir helfen. Der kommt an alles mögliche Zeugs ran. Tut mir leid, aber als in der Schule C4 dran war, habe ich wohl gefehlt. Sei doch nicht so negativ. Ich weiß nicht. Frag einfach mal rum oder geh in die Bibliothek. Lern einfach mal was dazu, Randall. Hm. Ich schau mal, was sich machen lässt. Ja gut, für YouTube, wie es hier weitergeht, erfahrt ihr dann in der nächsten Knastfolge. Tschüssi.